Hallo und herzlich willkommen zu weiterer Folge LS22 auf dem PC, auf der Moorgrund. Ja, er ist auf dem Weg nochmal zur Saatgutproduktion, um sich dort nochmal Dünger zu holen. Wir machen uns auf den Weg zu unserem Farmhaus, um hier ja, den angebrochenen Abend zu Ende zu bringen. Ne? 18.10 Uhr ist zwar noch relativ hell, aber jetzt geht's ins Bett. Ne? Ne, wir werden erstmal die Nacht überspringen. Ja, ich weiß. Oh, wir müssen Wasser fahren. Okay. Wir hätten natürlich mehr davon, wenn wir die Nacht mit 30 spulen, die Produktion hinterherkommen, aber ja, das ist dann so, da produzieren sie halt nichts. Ne? Wir schlafen auch bloß bis ja, doch 8 Uhr. Wir müssen eigentlich nur Produktion versorgen im nächsten Tag, ne? Der Fütterungsroboter ist klar, der springt auf, dass es Stroh alle wird. Oh, wir müssen jede Menge Wasser fahren. Ne? Damit können wir auch beginnen. Kuhstall mit Fütterungsroboter braucht Stroh. Das können wir leider nicht bedienen. Das ist aber das Stroh in den Kuhstall drin. Aber ein Tag und 15 Stunden, das sollte funktionieren, denn wir sind jetzt angekommen sozusagen im Mai. Und im Juni können wir definitiv Gerste dreschen. Wir haben sie auch, ich hoffe mal, zeitig genug gemacht, dass wir sie auch gleich dreschen können. Ich hoffe mal, wir haben sie nicht erst September angesät. Wir haben sie schon im August angesät. Hoffe ich mal. Ich weiß es nicht mehr. Ja, wenn es nicht so ist, dann haben unsere Kühe halt ein Stück weit kein Stroh. Oder wir müssen noch welches zukaufen. Ne? Wir durchaus uns auch leisten könnten aktuell. Ansehen müssen wir nichts mehr. Wir sind durch. Wir müssen eigentlich nur noch auf Ernte warten. Ja, Roggen haben wir, glaube ich, nicht, den wir ernten könnten. Da gehört uns nicht. 217.000 oder nichts. 217.000 sind auf dem Konto. Ja. Es muss auch Milch gefahren werden. Ich denke mal, wir werden einfach ihn nochmal abhängen. Wir werden ganz einfach unter Milch anfangen. Hätte natürlich auch hier einen Pflegebereiften nehmen können zum Milchfahren, aber gut. Feldarbeit ist für uns eigentlich nichts dabei. Ne? Ach so, doch, wir müssen gucken. Nicht, dass wir Unkraut bekommen haben bei den Vorrüben. Das wäre nämlich durchaus möglich. So, Wachstum. Ach, unser genau, unsere Luzerne ist schon gewachsen, erste Erntereifstufe. Dann müsste das doch eigentlich bei unseren Feldern fast genauso aus. Ne, die Felder, das dauert noch. Die Grasfelder, die waren ja, sind jetzt erst dunkelgrün, ist ja klar. So, und Bodenbeschaffenheit. Ne, wir haben kein Unkraut, das passt alles. Wir haben kein Unkraut. Ja, eigentlich wollen wir auch noch ein Feld kaufen. Ne? So richtig schwierig dazu zu schlagen. Ne? Würde ich sagen, weil am liebsten würde ich mir ja Feld 9. Wohl drauf, aber das sind 352.000 Schneidwerke kaufen. Ne? So, was wir natürlich gucken können. So, den schicken wir mal hin zur Lebensmittelproduktion. Mit normalen Fahren, das geben wir dann aus. Lebensmittelfabrik Anlieferung. Genau, das ist glaube ich bloß alles ein Trigger. Ne? Denn da können wir in der Zeit ein bisschen im Menü gucken, ob wir irgendwo Geld auftreiben können. Einmal natürlich erstmal hier in hier will ich hin. Produktion selber.
weiß nicht, was dann an Gemüse im Lager liegt. Herbizid 158.000 wird gut werden. Ja, und dann wird eben hergestellt Butter und Käse. Da aus. Butter 25.000. Ne? Käse nur 3, müsste man jetzt sagen, aber passt schon. Butter könnte man echt überlegen, was zu verkaufen. Mineraldünger, den wir hier 72.000, sieht nicht viel aus. Bei 1,5 Millionen reingehen auf 72.000. Selbst dort wäre es denkbar, einen Hänger voll zu verkaufen. Müsste schon drin sein. Ich weiß nicht, was es aktuell gibt für die Butter. Was anderes produzieren wir leider nicht. Nehmen wir aber hier oben am besten der Bestandsprüfung. Letztens. Wir sehen einmal, Herbizid bringt uns 348.000 ein. Wir müssen ja theoretisch nichts mehr spritzen diese Saison. Das könnten wir bis auf null wirklich verkaufen. Momentan bei Reifeisen 2091. So. Hopfen wollen wir verarbeiten. Dahin, da ist die Butter. Für die Butter wird man aktuell am Kiosk 42.000 kriegen. Können wir machen. Das Mineraldünger, klar, alles für 100.000. Das behalten wir uns mal so ein bisschen im Hinterkopf mit dem Mineraldünger. Zwingend verkaufen will ich nicht, aber richtig klappen würde das. Ansonsten haben wir nirgends so richtig eine ordentliche Summe stehen, wo wir wissen, ob wir kriegen würden. Aber wird schon. Die 100.000, Quatsch, die 42.000, sind wir schon 400.000, kriegen wir dazu. Da haben wir auch das Geld drin. Und beim Käse kriegt man selbst für die 3.000 Käse, kriegt man ja auch 10. Könnte man auch im Hinterkopf noch behalten. Die besten Monate wären natürlich Oktober. Da sind wir weit weg, ist klar, aber ist so. Selbst unsere Wolle, die wir haben, auch 5.800 kriegen, weil es der beste Monat auch ist momentan. Werden wir mal noch behalten. So, angekommen ist er. Mal erstmal hier rausnehmen. Falscher Trigger, wir müssen hier hin. Einfach mal den Autotreifahrer fahren lassen sollen, ne? Immer so eine Sache. So, müsste es eine Meldung weniger geben. Zwei werden definitiv stehen bleiben, ne? Weiß nicht, wie weit die Milch nach unten läuft. Kann auch sein, dass die anderen stehen bleibt, wenn wir einfach genug Milch haben, aber genug Milch ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Falsche Taste. Hühner haben sich vermehrt, so wie es aussieht, ne? Schafe haben sich auch schon mal vermehrt. Kühe haben sich auch schon mal vermehrt. Mehren sich auch bald wieder. Dann auch mehr Milch. Aber bis dahin haben zwei Tage, denke mal, 80-10% pro Tag, ne? 80% hat man. Glaub schon, dass wir dann auch Stroh haben, dass das alles glatt geht, ne? So, wir schicken ihn mal zum Hof. Egal, wir können ihn zur Werkstatt schicken. Wir wissen, wenn sie wo steht, ne? So. Den großen Glas müssen wir nicht nehmen. Wir können hier den 600er nehmen. Den können wir Wasser fahren. Weiß nicht, wie viel Wasser in die Gewächshäuser rein muss. Den könnten wir aber generell so noch ein bisschen Wasser fahren lassen. Mit Fass natürlich. Sonst kriegt man, glaube ich, nicht genügend weg. Boah, hier hängt es noch an. Davon knapp gedrückt. Wird es besser.
So, Wasser passt in die Gewächshäuser rein. Also wir laden definitiv erstmal 18.000 Liter. Und dreimal. Und Wasserherbizidproduktion muss auch was rein. Mit erledigen. Lebensmittelproduktion könnte eigentlich auch Wasser gefahren werden, generell. Gut, dann fahren wir erstmal hier das am Hof und dann können wir ihn die Lebensmittelproduktion beliefern. Erstmal ein paar Wände schleifen. Ne? Wenn wir den anderen sehen, da hinten kommt er gefahren. Dann können wir natürlich den losschicken, den Mist wegfahren. Düngersteuer steht schon da, ne? Da steht auch ein bisschen Salat und Tomate draußen. So, toll. Ich weiß, wir könnten es jetzt ins nächste Gewächshaus kippen, aber wir kippen es gleich immer. Das, was übrig bleibt im Fass, kippen wir gleich in die Herbizid. Wir sind eh dreimal Farmen in Gewächshäusern. Zwei Fässer. So, schicken wir ihn noch mal zu unserem überholten Feld hin. Ärgert, dass wir das hier nicht weiter in den Griff kriegen. So ein bisschen. Gut, wir haben 100 Punkte. Hier schickt man auch mal hin, vielleicht kriegt man dann auch die Punkte noch ein bisschen hoch. Ansonsten sieht das hier das ganz gut aus. Sieht es überhaupt? Ah, nicht aber 60. Eigentlich passt das soweit. Sieht aus wie Spargel, ist aber Hopfen. So, da schickt man mal 20. Hätte man eigentlich gleich dorthin schicken können. Ne? War eigentlich mal ein bisschen nicht richtig überlegt, wo man hier drauf geschickt kann. So, repariert ist alles. So, Milch was wieder unterstellen.
Oi, 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 oi. So, dann nehmen wir ihn mit, laden den Mist ein und schicken ihn los. Hier einmal Mist bitte und dann fahren wir mit dem Mist natürlich zur Saatgutproduktion. Anlieferung. Aber auch gleich so machen, da kippt der Wind sich gleich aus. Das zweite Gewächshaus beliefern. Ey, 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 ich habe Vorfahrt. Also man merkt schon das Gewicht hinten an den kleinen Träger. Aber trotzdem für die Größe von Traktor echt leistungsstark. Ne? So, hier geht natürlich auch nicht alles rein. Rest kippen wir auch wieder in die Herbizid, ne? Und da brauchen wir dann, wenn alles gut geht, natürlich in die Herbizidproduktion ein Ass voll hinbringen. Oder? Oder wir bringen dann nur ein Fass voll hin. Hier sind nämlich nur 4000 über. Das Wasser dann generell für die Herbizidproduktion, das Fass, das werden wir morgen fahren müssen. Wir können jetzt hier noch ausladen, aber dann ist die Folge schon wieder rum. Ja, und dann ist die nächste Folge schon wieder am Freitag. Ne? Ruckzuck. So, ausladen. Achso, ich muss ja den Motor anlassen, kann ja nicht ausmachen. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Einschalten. Wer möchte, morgen ja zum Freitag, 16 Uhr, machen wir weiter. Bis dahin. Tschüss.